Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Wir sind in der fünften Welt. Ging ganz schön schnell, was? Nein, wir sind natürlich noch in der ersten Welt. Konnten aber bereits die fünfte Welt betreten. Unglaublich, die Dino-Welt. Schaut's euch an. Möp. Bist du eine Kuh oder was? Okay, ich verstehe schon. Hier können wir nicht weiter. Ich dachte schon, wir könnten uns hier frei bewegen. Ich dachte schon, ich habe was gefunden. Dieses Tor lässt sich nicht öffnen und dieser Move können wir auch noch nicht benutzen. Zu wenig Noten und wir haben auch noch nicht die Trennfunktion. Die gibt es in der dritten Welt. Verrückt gewordene Bienenschwarm. Ey, der hat mich echt erschreckt, ey, die Sau. Schlimmer als jedes Resident Evil Spiel. Nerv mich nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück. Alles, was wir machen sollen, ist für den dicken, fetten Sack aus der ersten Welt den Schatz holen. Die haben die Höhlenmenschen aus der fünften Welt, wo wir jetzt gerade sind. So. Ich habe das verwechselt, ich dachte. Hä? Ach, da kommen wir dann raus. Okay. Folgendes. Da liegt der geäst und wenn wir da schnell drüber laufen, knistert es und weckt ihn auf. So was gab es in Teil 1 nicht, aber hier. Dabei müssen wir den Control Stick nur ganz lang... Das war schon zu viel. Das war schon zu schnell und zu laut. Raus aus Ungars Höhle. Naja, ich bin begeistert. Jetzt sind wir wieder raus in Welt 1, wir gehen aber wieder in Welt 5. Weil wir brauchen dieses Ding. Wir dürfen ihn halt nicht wecken, okay? Da, da, da. Wo ist der Weg denn am kürzesten? Hier, so rüber. Nur ganz bisschen. Das ist alles. Okay, 10 Jahre später. Ich muss euch sagen, ich habe einen N64-Controller, Baujahr 2010. Glaubt ihr mir nicht? Kann ich verstehen. Nintendo entwickelt ja keine, oder stellt es nicht mehr her. Mal ganz langsam, so. Ganz langsam, Banjo, bitte. Oh Mann. Okay. Nintendo hat bis 2003 oder so echt noch das NES hergestellt und Super Nintendo und dann erst die Produktion aufgehört. Mit dem N64 haben sie, was ich, 2007 oder so aufgehört. GameCube wird noch hergestellt. Und Controller zum Glück. Habe ich mir auch mal einen GameCube-Controller Baujahr 2010 zugelegt. Aber ein N64-Controller Baujahr 2010, hä? Okay, kann man auf eBay finden, so original nachgebaute Controller. So wirklich das Wahre sind sie aber nicht. Aber der Control-Stick ist so festgezogen, dass das hier überhaupt nicht möglich wäre. Da spiele ich lieber mit meinem alten, ausgedienten N64 Joypad. Joypad sag ich schon. Sind wir hier bei Sega. Controller aus dem Jahre 2001 wurde der gebaut. Ausgeleiert. Das Kabel war mal durchgeschnitten, habe ich geflickt mit... War gut, Lem. Ich bin gelernter Elektriker, ja. Ich konnte meinen eigenen Controller wieder reparieren. Ohne Kurzschluss. So, wir haben das Ding, auch wenn es nicht so aussieht. Au. Scheiße. War da oben was drauf? Ich hab da als unbezahlbares Reliktdingens gefunden. Der Neandertaler hatte es gestohlen. Diese kleinen Dübchen. Sagte, das ist ein Familienspiel. Oh ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach einen Puzzler, okay? Das macht Sinn. Okay, das ist ein Deal. Ja, so ist jedem geholfen. Nur der hier kriegt von seinem Chef gewaltig auf den Sack. Kieselstein weg. Ich jetzt großes Problem haben. Viele Schläge. Ja, wegrennt. Genial. Genial. Hey, freudig. Ich will nur mal gucken, ob da... Also hier war eine Honigfarbe drauf, ob da hinten was drauf war. Wo wir hergekommen sind. Moment mal. Hä? Da gibt's was. Hier ist eine Spalte. Aber was soll die denn bringen? Versteh ich nicht. Hä? Ernsthaft? Was bringt die denn? Hier geht's weiter. Hä? Ernsthaft? Das habe ich noch nie gewusst. Moment. Spalte, Spalte, Spalte. Und dann? Ach so, ich verstehe es. Ich verstehe es. Hier war doch die Honigfarbe drauf. Hier können wir auch so hochlaufen. Aber es war so gedacht, dass wir uns darüber hangeln müssen.
Da, wo wir jetzt stehen, um die Honigschwabe zu erreichen. Das? Oh Gott. Fail von den Entwicklern. Man kann auch mit dem Pokopacklauf einfach hoch. Tja, schlecht berücksichtigt. Übrigens, ich hatte das Spiel noch nie zu 100% durch, sondern nur zu 99,99999%. Weil, ich glaube, jetzt gehen wir in den Tempel. Mir hat immer eine Note gefehlt oder so ein Notennest. In der zweiten Welt, immer. Ich weiß nicht, wo dieses scheiß Nest ist. Ich habe mich schon mal wochenlang dran gesetzt und das Nest gesucht. Ernsthaft? Ich habe es nie gefunden. Aber ihr könnt mir da bestimmt helfen. Wenn ich in der Welt bin dann. Oder, keine Ahnung. In der zweiten Welt. Sonst habe ich alles immer komplett gelöst. Ey, oh, Da oben ist auch ein Puzzleteil. Da müssen wir dran. Da können wir auch so dran. Da wollte ich schon fast hochfliegen. Na. Huckepacklauf. Löst ihre Probleme. Im Nu. Bam, bam. Jetzt können wir in den Tempel. Wie ihr wisst, haben wir einen Move bekommen. Den werden wir jetzt sofort einsetzen. Tada! Geladen. Wir nutzen Kesui als Waffe. Zum Schießen. Von Eiern. Ist doch klar, oder? Gut, ich sehe, du beherrschst die Kunst der Vogelhaltung. Nun fordere ich dich, sammle die heiligen Statuen und finde den Preis. Das ist Tagizans Tempel. Ich glaube, ich kannte den mal in- und auswendig. Nicht wegen der Mission hier, sondern weil es im Banjo-Tooie einen Multiplayer-Modus gibt, in dem man sich hier bekämpfen kann. Ich glaube, es gab noch mehr Welten. Da gibt es jede Menge Secrets. Ohne Scheiß. Und ich kenne die, glaube ich, alle, aber jetzt ganz auswendig weiß ich es nicht mehr. Hier war so ein Muster drin, wie man gehen muss. Moment. Hä? Wie war das? Hä? Egal. Ne, einfach nur so. Okay. Wir brauchen 10 oder 20. Ja. Hier gibt's genug. Es war toll, der Multiplayer-Modus von Banjo-Tooie. Hier in Ego-Perspektive lang gejumpt. Jeden Winkel auswendig gekannt. Ich meine, hier gibt's viele Gänge und so. Das war toll. Oh, ihr könnt nicht drüber springen. Oh, wir sind so Loser. Das war toll. Und mit allen Arten von Eiern haben wir uns abgeschossen. Da haben wir uns, wie gesagt, die ganzen Sommerferien 2010. Lol. Die ganzen Sommerferien 2001 haben wir uns bekriegt. Das war ein Spaß, wirklich. Wir können die auch abschießen, indem wir auf die Krone schießen und so. Ah, das war so toll. Da konnte man auch als mehr spielen, nicht nur Banjo-Kazooie, sondern als Bottles oder Jinjo oder sowas. Irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr genau. Okay, wir gehen langsam in Richtung Tempel. Es gibt hier Super-Eier, die wir sonst nie benutzen können. Da kommt Gegner. Das sind die hier. Die sehen fast gleich aus, aber die Eier, die wir sonst benutzen, sind blau. Die hier sind normal. Die heben wir uns auf für den Endboss. Das hier ist ein wichtiger geheimer Gang. Nicht schlecht, Sterblicher. 10 Statuen gewähren dir Einlass in meine etwas heilige Kammer. Die etwas heilige Kammer. Da könnten wir die nehmen. Aber damit wir später schneller beim Bossfight sind, nehmen wir die hier. Ach nee, Moment, um beide Türen zu öffnen, sammle ich, ihr habt gesehen, das ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen Bug, aber ich zeig's euch, interessantes Detail. Das war die etwas heilige Kammer, die auf ist und die echt heilige Kammer, wo er dann auch rumchillt, geht mit 20 Türen auf, 20 Statuen, geht's auf. Und die ist noch verschlossen. Aber wir können die dann, wenn beide Türen auf sind, beliebig nutzen. Sodass wir mit dem Eier, die ein Zeitlimit haben, hier waren wir schon, dann schnell zu dem können. Hier ist auch noch ein Jinjo versteckt, den hole ich mir jetzt gleich. Aber wo waren denn hier noch? Hä? Hier. Jinjo, wo warst denn du? Warst du hier versteckt? Moment. Da oben pfeift er. Hier irgendwo gab es noch so eine kleine Tür. Moment. Die hier.
Tada, die führt zum Jinjo. Und die hat sich im Multiplayer-Modus auch super geeignet. Schon wieder ein blauer. Das ist der dritte. Die hat sich super geeignet, um hier so drüber zu schießen. Die Gegner anzuvisieren. Das geht ja gar nicht so gut, ne? Komisch. Ah, da gab es ja auch... Es gibt ja auch diese Bombeneier, wo man dann so rüberschießt und dann werden die da hinten erst frei. Also der Multiplayer-Modus von Banjo-Tooie, das war eine Zeit. Ich kann nicht sagen, dass ich empfehlen kann, weil die heutige Generation ist bestimmt ganz anderes an Ego-Shootern gewöhnt und keiner wird sich jetzt Banjo-Tooie kaufen und mit seinen Freunden zocken. Jetzt haben wir 20. Deswegen... Höchst beeindruckend Sterblicher. 20 Statuen gewähren die Einlass in meine wirklich heilige Kammer. Gut, bin ich froh. Scheiß Katzenviecher. Scheiße Katzen! I hate cats! Aber ich persönlich nicht, nein. Wir haben Stubentiger zu Hause. Alte Dame haben wir zu Hause. Das hier ist eigentlich die wirklich heilige Kammer. Aber es geht nach der Reihenfolge. Daher ist es die etwas heilige Kammer. Hier gibt es nichts, nur ein Puzzleteil. Wir rüsten uns jetzt mit den Super-Duper-Mega-Eiern aus und gehen dann in die wirklich heilige Kammer. Die finden wir am Ende dieses Geheimgangs und dann beeilen wir uns, weil die sind auf ein Zeitlimit beschränkt. Ja, und dann müssen wir nicht so viele Eier verbraten, sondern können einfach wild ballern. Die ballern auch viel schneller, werdet ihr es sehen. Muss ich dich besiegen? Komm, ich mach dich weg. So, zack, 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 zack. Mann, geh auf! Ihr seht, die gehen im Bossfight richtig gut ab dann. Komm, mach auf. Und rein da. Jetzt werde ich dich aber blätten, hey. Du wirst nicht mal auferstehen können. Okay, für die ist es ziemlich langweilig geworden. Schau, Banjo, da ist noch ein Puzzle. Das ist so einfach. Ja, auf diese Weise ist das Spiel 0,0 durch. Zu Ende. Okay, zu Befehl, machen wir es etwas schwieriger. Bäh. Alter Einsterblicher, du hast wirklich gedacht, du verdienst so leicht ein Puzzle? Ja, habe ich ja eben auch. Tangizang, durchgedrehter Totemgott. Ich bin Tangizang, mächtiger Meierausgott. Und des Zielschießens. Sei bereit für dein pfeilschnelles Ende. Okay. Wir müssen alle Zielscheiben erwischen. Das geht mit denen natürlich ganz schnell. Wenn wir eine Etage erledigt haben, müssen wir diese Gegner kurz besiegen, dann geht's weiter. Wo bist du? Komm, da bist du. Ja, die Steuerung ist nicht so toll, also... Kennt man aus neueren Spielen. Ich will jetzt nicht motzen, ist ja kein Ego-Shooter. Wir spielen ja einen Jump'n'Run, aber trotzdem. So, jetzt erscheinen zwei von denen. Solange wir die unendlichen Eier haben. Die unendlichen Eier, wie sich's anhört. Sollten wir die auch nutzen. Oh, der hat uns getroffen. Aber dank der Gegner gibt es hier mehr als genug. Boss. Verdammt. Oh, nur noch 5 Sekunden. Verdammt. Jetzt haben wir Eierlimit. Aber das ist nicht schlimm. Oh, du bist ja schon... Ich habe dir hinten anvisiert und da steht schon einer vor mir. Die Dinger hier können wir eigentlich auch benutzen als Schutzschild. Aber so luschen sind wir nicht. Wir lassen uns lieber treffen. Jetzt ist fast jeder. Oh Mann. Nicht so einfach. Komm, der letzte Treffer. Komm, holen uns erstmal Energie. Das ist mir ein bisschen zu unheimlich gerade. Die Musik hört sich an wie, echt an wie Donkey Kong 64. Das war's. Achso, nochmal die Gegner besiegen. Klar, kein Problem. Nur, mir gehen echt die Eier aus jetzt gerade. Waren das alle? Oh, da ist noch so eine. So eine komische Gestalt. Nein, du hast mich besiegt. Bekomme nun meine heilige Selbstzerstörung zu spüren. Ausweichen. Wow.
Habt ihr das gesehen? Pfeil direkt über uns. Das nenne ich mal knapp. Also hätten wir auch dieses Puzzle. Und damit können wir hier raus und ich verabschiede mich. Für den Augenblick. Von euch. Stopp, hier gibt's nichts mehr. Ich gehe wieder raus. Okay, Leute, bis zum nächsten Part und ciao.